Ich brauche deine. Wir sehen uns am Boot. Hey, das neueste Mitglied unserer glücklichen kleinen Familie. Könnt ihr was riechen? Wir kämpfen Hähne gegeneinander. So, weiter, 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 ich spring. Ich spring. Ich spring. So, ab zum Boot. Ab zum Boot, ab zum Boot. Ab zum Boot. Überfahren. Chorizo. Scheiße. Los geht's. Sei brav, Pferdchen. Vamos, vamos! Scheiße, dieser Typ hat ein ernsthaftes Ungezieferproblem. Ich sollte mal reinschauen. Das ist also Alvaros Haus. Keine Spur von ihm, keine Spur von Munker. Du steckst also im Schuppen fest. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen, Mungo. Was war das? Das klang, als käme es aus dem Schuppen da. Hmm.
Nö. Wie komme ich da jetzt rein? Schlüssel. Warte, Schlüssel hier. Oh, Schlüssel. Oje, komm zurück. Komm her, du kleines Mistvieh. Die Schreckensherrschaft des Mungos ist vorbei. Ach, und danke für den Schlüssel. Ich bin froh, dass ich hiermit fertig bin. Großes Risiko ein für einen Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Schönes Boot. Gehört es dir? Nein, habe ich gestohlen. Papa hat mir beigebracht, wie man Traktoren kurz schließt. Boote unterscheiden sich da nicht so sehr. Hey, Carlos muss zu einem Arzt. Viel Glück. Er hustet Blut. Er braucht Hilfe. Papa hat mich mal mit zum Fischen genommen. Südlich der Costa del Mar. Er kann gut mit Vieh umgehen, aber nicht mit Fischen. Er hat einfach zu wenig Geduld und konnte nicht auswerfen. Immer zog er die Schnur über den Boden. Einmal verfing sich der Haken sogar in seiner Lippe. Er war so wütend, dass er eine Stange Dynamit ins Wasser warf. Er hat eine Menge Fische getötet, aber auch ein verdammtes Loch in unser Boot gesprengt. Wir sind 5 Kilometer zur Küste zurückgeschwommen. Alle Boote haben angehalten, um uns zu helfen, aber Papa sagte denen, sie sollen sich verpissen. Was hat das damit zu tun, dass Carlos krank ist? Was ich sagen will, ist, dass der Tag, an dem Carlos Montero Hilfe kriegt, der Tag ist, an dem die Hölle zufriert. Alter, ihr Montero seid stur. Ich nicht. Nur Papa. Ja, klar. Halt's Maul. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen.
Das hat Anton zumindest behauptet. Schön, deshalb wurde er gewählt. Ja, von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt falsch. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Uns zusammenbringen. Und das ist sicher nicht Papa. Carlos hat keinen Plan. Sein Plan ist folgender. Sag bloß niemandem, was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Reagiere einfach auf das, was Napoleon El Pequeño dir entgegenruft. Er ist so oldschool. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng, hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, hattest du einen Freund fürs Leben. Das wird uns noch alle umbringen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues. Flexibleres. Wir müssen diesem Hijo de Puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Ja, sehe ich auch so. Gute Antwort, Danny. Mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde vivirofiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Come mierdas. Scheiße. ¿Qué pasó? José Wixer Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Er wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No. Zu Namen Teniente. Scheiße. Hey, da drüben. Hier, Kleiner. Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na dann los. Vielleicht hilft uns sein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Wir wurden vom General zur Bewachung seiner Insel abgestellt. Das heißt, er vertraut uns. Das heißt, wir werden noch weit kommen. Hast du wohl nicht von Munoz und Rubio gehört? Haben wir ersetzt? Sie wurden hier stationiert und niemand hat je wieder von ihnen gehört. Das ist kein guter Job, Acero. Oh, Scheiße. Ich habe meiner Frau gerade gesagt, sie soll das Haus kaufen. Chorizo, Killer. Du wirst nicht mehr viel davon haben. Chorizo, zurück. Na los, schnapp sie dir. Okay. Leg sie um, Junge. Ja. Zurück, Chorizo. Oh.
Torisha. Greif an, Torisha. Von Chorizo. Steht José hat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Thank you.
José hat hier irgendwo einen Computer. Passwort. Sie müssen immer noch herausfinden, wo Ende mal sehen, was wir hier haben. Ist. El Pequeño hat eine scheiß Folterkammer voll mit Parias. Unter dem Leuchtturm, südlich von hier. Cojones, kannst du mich reinlassen? Schon geschehen. Ich bleib hier und guck mal, was ich noch finden kann. Suerte, Dani. Was war das? Ich muss gründlich ersuchen. Ach, so eine Scheiße. Ziemlich gut. Hier lang. Dann gleich abgebogen. Hol sie die Torizo.
Schuss. Muchas gracias, Loretta. Gracias. José ist ein Monster. Mach mich los! Und leid zu wie ein Kopf. Natürlich habt ihr verstanden, dass mein großzügigstes Geschenk auch mein Delikat ist. Esparra, José hat das hier als seine kleine private Folterkammer benutzt. Er hatte Parias da drin, aber ich habe sie befreit. Inferno Mentale. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber gute Arbeit, Danny. Ich weiß jetzt, wie der Wissenschaftler arbeitet. Das Aschgesicht von vorhin. Sein Labor ist in Revmira. Wir sehen uns dort. Okay. Sagst du mir dann, was hier wirklich los ist? Ich sag es dir dann, wenn du es wissen sollst. Sie um, Junge. Einfach weg. Schwärmt aus, aber bleibt wachsam. Sie sah mich gebogen? Ah, ein neuer Guerriero. Warum hast du es denn so auf den Kerl abgesehen?
El Come Mierda prüft alle Tabakblätter für die Vivido-Verarbeitung. Sind die Blätter ruiniert? Ist das Krebsmedikament im Arsch? Und damit die Operation von Napoleone Begenio. Dann steht er schlecht da vor seinem alten Onkel Anton. Da ist viel los. Wie willst du vorgehen? Wir legen Soldaten um, bis wir ihn finden. Und dann? Dann töten wir noch mehr Soldaten. Simpel. Gefällt mir. Chorizo, komm her. Schneider ist stärker. Ja. Chorizo, Kehle. Ja.
Ich hab keine Fontrophäre. Soll ich denn eine Panzer zerstören? Ja. Noch keine Panzer vorstellen. Yeah!
Schweine fertig! Mir vom Leib! Ja, verdammt! Mierda! Mierda ist richtig. Du siehst scheiße aus, Hermanito. Hermanito? Wir waren die ganze Zeit hinter deinem Bruder her? Wer verdammt bist du? Warum hast du das nicht gesagt? Alejandro, komm. Wir gehen nach Hause. Mete pal carajo. Ale. Suéltame! ¡Cojones! ¡Pasa! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Was soll der Scheiß, Jandro! Ich gehe nirgendwo hin. Ich hab's dir damals gesagt und ich sag's dir jetzt. Ich glaube an Castillo. Ich glaube an Iviro und José. Er setzt die Vision um. Napoleon el Pequeño ist ein Sklaventreiber. Er ist total verrückt. Das sagt die Person, die mich entführen will. Du trägst einen anderen Namen, eine andere Uniform, aber du bist noch ein Montero. Und Papa hat immer noch eine Machete im Arsch. Und du rennst immer noch durch den Dschungel, als wärst du fünf. Außer, dass du jetzt Leute umbringst und dich, wie war das, Speer nennst? Das Schwert. Wow, clever. Was? Willst du mich jetzt abstechen? Papa ist krank. Ist mir egal. Papa hat mich längst aufgegeben und das weißt du auch. Familie ist scheiße, oder? Ja, so sagt man wohl. Wir sollten uns trennen. Kein Wort darüber zu Papa. Chorizo. Hola. Alles gut? Sí. Ich habe mich nie dafür bedankt, dass du mir mit Handel geholfen hast. Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Kein Ding. Wenigstens weiß ich jetzt, was wirklich Sache ist. Ich hätte befürchtet, du hilfst mir nicht, wenn du wüsstest, dass mein Bruder Soldat ist. Ein Verräter. Ja, das stimmt. Aber trotzdem Familie. Komm bald zurück ins Lager. Es gibt noch mehr Arbeit zu erledigen. Hey, hier ist Espada. Hey. Papa kommt mit Technologie nicht so gut klar. Er hat mich gebeten, dir ein Foto von dem Gift zu schicken. Ich hatte mal mit dem Gift zu tun, aber das ist ja rücksichtsvoll. So weit würde ich nicht gehen. Ein paar vertraut haben von außen noch nicht. Aber ich habe gesehen, was du kannst. Sieh dir das Foto an und beweis ihm, dass du weißt, was du tust.